Schatz. Eine Filmempfehlung in drei Akten. Mein Schatz in der Kategorie Multimedia-Horror ist The Ring von Gore Verbinski. Worum geht es? In The Ring geht es um ein Videoband, das dem Zuschauer nach 7 Tagen den Tod bringt. Und worum geht es eigentlich? Eigentlich ist The Ring auf der einen Seite durchaus eine Geschichte über eine Legende von einem Mädchen, das ursprünglich mal seinen Tod, die bösen Umstände seines Todes auf ein Video gebannt hat und damit nun versucht, sich daran zu rächen, was ihr passiert ist. Auf der anderen Seite ist The Ring aber auch eine Detektiv-Krimi-Geschichte über eine Journalistin, gespielt von Naomi Watts, und die versucht, auf der einen Seite hinter das Geheimnis dieses Videobandes zu kommen und auf der anderen Seite, weil sie immer mehr merkt, dass dieser Fluch dieses Videos auch auf sie bzw. auf ihre Familie, vor allem auf ihren Sohn Aiden, übergreift, ihre Familie vor diesem Fluch zu beschützen. Was ist dein Magic Moment? Mein Magic Moment in dem Film ist der Moment, in dem Samara das aus dem Brunnen steigende Geistermädchen nicht nur einfach aus dem Brunnen steigt, wie sie es immer in dem Videoband macht, ganz zum Schluss, wo es angedeutet wird, sondern sie steigt relativ zum Schluss des Films irgendwann aus dem Bildschirm und somit kommt das Grauen, das vorher auf diesem Videoband einfach nur existierte, auch in die echte Welt, und damals im Kino war das ein... als man von dem Verlauf und von dieser ikonischen Szene einfach noch nichts wusste, war das der Schockmoment, ist für mich immer noch einer der Schockmomente generell im Horrorkino. Und das wird eine Szene sein, beziehungsweise ist eine Szene, die ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Das war mein Schatz. Eine Filmempfehlung in drei Akten. Danke.